Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Hopfach mit dem Garderol, mit dem Ansgar von unserem TV-Play und dem Randy, dem Sachsen-Display. Salü. Irgendwas hat mich von hinten angehupt. Jo, ich wollte einfach nur die Folge einleiten mit einem schönen Huper. Ah, wolltest du nicht zum Ende hupen, sondern zum Anfang hupen, okay. Ja, genau. Ey, diese Leute, die immer das kopieren müssen, ne? Schlimm. Anti-Garderol-Trend hier. Boah, Alter. Jetzt sagst du noch, dass du einen neuen Fanshop oder so. Ne, wie war das? Genau, das Hupen jetzt auf dem. Was? Du, das wäre eine irgendwas im Merch-Shop. Ja, ich weiß auch. Merch. Ja. Oh Gott. Hab ich einen. Ja, Traktor-Merch. Hast du keinen Merch-Shop? Ich? Ja. Nee. Du hast keinen Merch-Shop? Nee. Warum nicht? Ja, was soll ich denn da anbieten? T-Shirts mit dem Nordrhein-TV-Play-Logo drauf. Würde ich sofort kaufen. Würde dann sich über Nordrhein schiffern. Nee, ich weiß nicht, wenn, dann will ich irgendwas Cooles da drauf drucken, aber da ist mir bis jetzt noch nichts eingefallen. Ja, dich als das Problem. Machen die Anbieter für dich. Lass dir doch Vorschläge machen. Ja, ich kann mich ja mal umhören, wenn das gewünscht ist. Das ist eine Dienstleistung, da können wir mal drüber reden. Kling, okay. Kling. Wundert euch nicht, wenn ich bald... Ist da irgendwas mit Elbster? Was? Was? Will ich da irgendwas mit Porsche fahren bald? Ich glaube, ich war halt YouTube. Nee. Das ist übrigens, da ist eher der Privatchat dran, habe ich gehört. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber wollen wir mal kurz klarstellen. Hier, YouTube Money regelt. So. Ah, okay, du hast schon. Privatchat. Nein, habe ich. Was? 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 Ich muss gleich mal ein paar Einkäufe machen, ne, Randy? Ich muss gleich mal hier, ich bin hier. So, ja, hau raus, Nico, ihr habt sowieso zu viel. Mach alles, räum die Lager. Du musst das Ding jetzt aber, du kannst es ja gerne dann wegstellen, aber ich muss jetzt erstmal hier hinstellen. Randy? Da habe ich damals mal, einmal so testweise, hatten wir bei auf Facebook mal irgendwas geschaltet. Es hat keine 2 Minuten gedauert, da hatte ich eine Nachricht von Ansgar. Yo, hau raus die Kohle. was ist denn jetzt? Bis mir aufgefallen ist, dass das Targeting von Facebook sehr gut funktioniert. Das war offenbar der Grund dafür. Nun ja. 2 Minuten hat es gedauert. Ah, ich sollte weniger auf Facebook sein. Ja, warst ein bisschen spät dran, ne? Also wahrscheinlich so ausschließlich auf deiner Seite gelandet dann alles oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich Facebook immer so im Hintergrund laufen. Wie ist es bei euch? Gar nicht. Ich habe es immer, wenn ich irgendwie irgendwas lese oder irgendwas bearbeite oder irgendwelche Sachen, dann habe ich das immer und dann gucke ich immer mal so einmal in der Stunde oder manchmal auch öfter drauf. Ich verstehe auch Twitter nicht. Also ich verstehe schon, wie es funktioniert, aber... Twitter ist auch nicht so meins. Also nein, das danke. Also, dass da Leute den ganzen Tag vorhängen und irgendwie was dem eine Bedeutung in ihrem Leben, hätte ich jetzt fast gesagt schon. Also es gibt ja Leute, die hängen da echt die ganze Zeit vor und müssen wissen, was da als nächstes passiert. Kann ich nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag auch Twitter auch mehr wie Facebook. Also mittlerweile verstehe ich, wie es funktioniert. Das hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich verstanden habe überhaupt, was daran so cool ist an Twitter. Ne? Also dass man quasi mit kurzem Text sich gegenseitig, ich nenne es jetzt mal, anstupsen kann und so. Ne? Also, aber ja, aber das wird ja mittlerweile auch schon. Wenn du siehst, Nachricht 1 von 5, 2 von 5, 3 von 5. Ja, Twitter würde ich jetzt eher einstufen wie, es ist ein Thema, was gerade brisant ist, das trendet und jeder Vollhung, der einen Computer und dass er dort eine Maus daneben hat, kann dazu seinen Senf abgeben. Das ist sehr unterhaltsam. Aber es ist auch einfach total, also wenn ich mir so anschaue, was die Leute so schreiben, ne, also das Einzige, wo es wirklich oft Spaß macht, das Kommentare zu lesen, ist die Seite Spiegel, finde ich, Spiegel Online. Ich glaube, da ist es auch redigiert. Aber sonst, und natürlich bei den YouTube-Videos, aber sonst auf Facebook, wenn es da irgendwelche politische Themen gibt oder so, da haben so viele Leute so dumme Meinungen zu und auch so dumme Sachen dazu zu sagen. Also es macht mir keinen Spaß, das durchzulesen, deswegen mache ich es mittlerweile auch nicht mehr. Dazu zwei kurze Anmerkungen. Ich empfehle, wenn du da mal wirklich Popcorn da hast, die Kommentarspalten der Welt. Welt ist ja die einzige linke Zeitung, die noch ein bisschen rechts ist. Und das andere, was mir heute wieder aufgefallen ist, hatte ich, glaube ich, in einer letzten Folge schon mal gesagt, diese YouTube-Videos von den AfD-Social-Bots. Diesmal fand ich die Sendung von, ich glaube, Anne Will war es, wo Alice Weidel zu Gast war. Und normalerweise dauert die Anne Will-Sendung, ich glaube, 52 Minuten oder 45 oder so. Und diese AfD-Fassung war dann um die sinnvollen Kommentare gekürzt und war irgendwie 27 Minuten lang nur. Und halt alles, wo die halt fertig gemacht wurde, wenn man einen AB-Test machen würde, würde man wahrscheinlich genau sehen, wo rausgeschnitten wurde, ne? Diese
Ach. Das ist übrigens auch, man könnte meinen, dass Videos dieser Partei besonders erfolgreich sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich in die Trends einkaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich sehr erfolgreich sind. Du, da magst du recht haben. Es geht mir aber nicht darum, ob die erfolgreich sind im Sinne von Klicks und das erzielen, sondern diese perfide Masche, einfach mal alle guten Einwände der Altparteien rauszuschneiden und da, wo gerade mal ausnahmsweise der AfD-Mann oder die AfD-Frau in dem Fall brilliert, dann drin zu lassen. Das ist so... Das ist schon weg. Das ist aber richtig, oder? Ich weiß nicht, also das ist ja... Also Journalismus-Schule, erste Schuljahr, lernt man ja, dass man vernünftig und korrekt und vollumfänglich objektiv Dings bumst. Das ist widerlich, ich krieg das Ding nicht mehr her. Gut, diese Folge, ich... Werner, ganz kurz, können wir dieses Gespann hier nehmen, um die Paletten einzuladen und dann... Welches Gespann meinst du? Switch mal da rein, der steht auf dem Hof. Das mit dem Fliegel hinten dran. Ja, kannst du verwenden dafür. Ja? Okay, ja. Dann fahr ich damit. Müsste, glaube ich, sogar URL haben. Ja, oder sonst eben, auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob es dann mit diesen Dings funktioniert, mit den Paletten, aber das probieren wir einfach mal. Sollte eine Möglichkeit sein. So, ich werde mal den Drescherfahrer abtanken, der ist sicher schon voll. Oh, wir haben keinen Dings mehr am Hof, ne? Ey, ich habe schon geklärt. Achso, schon alles geklärt, okay. Tja. Ja, ist schon alles. Ich habe aber letztens in einem Format von Funk. Habe ich KS-Freak gesehen, da war ich dann doch, der ist ja sonst nicht so für einen niveauvollen Content bekannt, da war ich dann doch erstaunt. Passt also. Ach, die haben ganz gute Sachen, also ich finde, manche Sachen finde ich wirklich heuiuiui, also, was ist jetzt also, hier? Finde ich auch gerade heuiuiui, okay. Bestes Mega Format, leck. Jäger und Sammler. Ja, also das ist irgendwie... Ja, Qualitätscontent, wo er gerade davon spricht. Ich das komische, Feministentüsse da, das ist ja... Das ist halt, ja, das ist, aber gut, Funks Argument dafür ist halt, wir decken die gesamte Bandbreite ab. Ne? Ja, ist ja. Also, okay. Aber jedenfalls, ja, haben die auch ganz gute Sachen. Letztes Mal ein ganz gutes Feature gesehen. Es ging zum Beispiel darum, um Influencer, wie die so ihr Instagram-Profil, das habt ihr sicherlich auch gesehen, ihr Instagram-Profil da pimpen. Aber war das nicht Rob Bubble? Ja, der hat auch ein Video dazu gemacht, aber in dem Dings war es ein Reporter von 1 Live. Der hatte das Experiment an seinem Channel durchgeführt. Ja, das ist leider gang und gäbe, wie scheint, ne? Ja, Werner? Wir müssen die Zusammenarbeit mit dem anderen Team beenden. Warum? Weil vertragsgemäß der Kollege Sachsen ist bei zu unserem in der Feld fahren sollte, jetzt aber sein eigenes Feld Mädchen, macht. Mädel, schweig mal. Dein Komplize, ja? Dein Komplize blockiert mich auf dem Kaufhaushof, ja? Ja. Ich komme nicht raus, schieb alles hin und her, muss tausendmal wenden, hab 10 Minuten verplempert und dann erwartest du noch, dass ich für unter Mindestlohn zuerst eure Felder dresche, dann nicht mehr ansatzweise. Oh, das hast du ausgemacht. Das war nicht mein Ansatz. Es war ausgemacht, dass eure Felder gedroschen werden. Ja. Aber zuerst unsere. War beim letzten Mal genauso. Oh, da muss ich was einspielen gleich. Was? Ja. Und außerdem, das bringt denn ja gar nichts. Wir müssen sowieso mit dem Vorspulen warten, bis dann wieder alle soweit sind. Also von daher ist das jetzt weder, es ist nichts gewonnen oder verloren dadurch. Aber lieber Mutter, bei dem Feld, wo ich jetzt hier gerade auf bin an unserem Hof, da stimmt irgendwas nicht. Klingt ja permanent an der Seite, das Feld gehört nicht dir, hört auf zu dreschen, fängt dann wieder an, das ist ganz Ja, das komisch. Weiß ich aber schon, das hat er bei mir schon gesehen. Achso, okay. Beim Gehen von dem. Das sieht ziemlich eigenartig aus, deswegen. Das soll ja aber viel Map. Das Problem gesehen, so in der Art, irgendwie, mit der Feldbegrenzung. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Also, aber angesät hat er an den Stellen, das wundert mich halt. Er will jetzt halt einfach nicht mehr abbrechen, das verstehe ich halt nicht. Übrigens, in den letzten Folgen gab es halt Spaß auf den anderen Kanälen, dieses Mal gab es Spaß auf meinem Kanal.
Inwiefern? Ich sage nur Stichwort, der Versuch, ein großes, breites Mähwerk in eine Halle zu fahren und dabei falsche Knöpfe drücken, führt zu interessanten Ergebnissen. Ich kann es mir denken. War CNN nicht vor Ort? Nein, sollte CNN da vielleicht nochmal vorbeifahren. CNN hat versucht, den Drescher vom Händler wegzufahren. Ja. Jetzt muss ich meinem Kollegen hier aber mal beispringen. Ich höre nur Mimi. Er hat vor allen Dingen den Kollegen freundlich darauf hingewiesen, dass er rausfahren soll. Ja, freundlich hingewiesen. Freundlich hingewiesen. Blockiert, so schön. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich habe gehört, wir stellen mal nachts einen Anhänger vor die Einfahrt. So, was? Ja. Ich habe gehört, dass der ganze Hof soll mal mit einem dicken Heuhaufen da irgendwie. Oh ja, da hat schon Spaß, glaube ich. Der Mann hat wir noch so ein bisschen Mist weggemacht. Also Schafsköttel. Wenn wir da mal abbleiben. Aber gerade wohl, die müssen mich echt zurückhalten. Also ich rupp den Ansgar weg, wenn er so weitermacht. Das ist sauer. Ja, hallo. Das ist ja noch cool, Bro. Wenn ihr eure Gamescom cool seht. Aber du musst dann denken, ihr müsst euch dann gegenseitig die SD-Karten wegnehmen, wenn ihr euch das filmt, wenn ihr euch auf die Schnauze haut, ja, ne? Das stimmt. Dann muss ich Ansgar SD-Karte wegnehmen. Aber dann hole ich meine Crew und dann verprügelt oder den dann ja, und dann den Sachsen-Netzplayer prügeln. Und im Diss-Track hältst du dann SD-Karten-Adapter in die Kamera und willst ihn damit provozieren. Genau. Gab's eigentlich schon den Track von Mimi? Nee, der ist noch dran. Also ich weiß nicht, was der da macht, aber ich glaube, es ist dann die Totalzerstörung. Also das wird dann, denke ich mal, noch der letzte Grabrede sein, aber dafür müsste der Typ sich erstmal wieder äußern, ne? Das Problem ist, ich kann mir, also wir hatten das Thema ja schon mal so angerissen und es gibt dann, ab einem gewissen Punkt tun mir dann diese Menschen ja auch leid. Aber der Herr so dermaßen Scheiße gebaut und gemacht und verarscht und getan, dann hält sich das bei mir, weiß ich nicht, in Grenzen, muss ich sagen. Manchmal. Der hat kein Mitleid verdient. Ich fühle mich nicht gut damit. Der hat kein Mitleid verdient. Der hat so viel Kohle mit so einem Dreck und so einer Verarsche und so einer Abzocke auf YouTube gemacht. Der hat es nicht anders verdient. Und außerdem hat er immer noch seinen Waffelladen. Wo hat der einen Waffelladen? Der hat doch seine Waffelladen. Ne? Also nicht eine Waffe, ein Waffel. Der ist dann nämlich als Investor irgendwo mal mit eingesprungen. Okay, genau. Das ist in mehreren deutschen Städten. Ach so. Bottrop war, glaube ich. Ist er dann vorbeigekommen, da war überall Panik und Euphorie und Gerangel. In der Tat. Lol. Und da ja Waffeln so gut wie das ganze Jahr überlaufen, war das auch, denke ich mal, eine sehr gute Investition. Aber es ist überhaupt nichts Neues. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Ding lange hält. Was? In Waffelladen. Warum? Du, nicht? Hast du schon mal richtig gute Waffeln in einem belgischen Restaurant gegessen oder so? Ja, doch, oder bestimmt habe ich das mal gemacht. Wenn möglich. Was mache ich? Danke. Ich habe nichts verstanden. Was mache ich? Ach so, einmal bitte zum Abtanken, wenn möglich. Ja. Wenn du mir dann in der Zeit den Pöttinger zuweist. Könnte auch kommen. Kann, ja. Mit der Maßgabe, dass ich es voraus behalten darf, aber sonst. Genau, ansonsten heute Nacht gut geträumt. Nicht? Ich träume immer gut, noch. Also. Ja, glaube ich dir. Ist so gewesen. So, wollen wir den Hänger. Den Hänger hast du in der Hülse, lese ich mal in meinen Kommentaren. Genau so, wie du es gerade gesagt hast? Ja, genau, okay. Mit dem Dialekt, das kann man ja auch daraus lesen. Natürlich. Aber es ist Karneval, da hat man mir jetzt gesagt, ich soll über Kölsch sprechen, weil ich das im Heimwerker-Simulator hatte ich versucht, einen. Ja. Da gibt's doch dieses Video, der polnische und der deutsche Handwerkermeister so. Ja, kenn ich. Ja, genau. Und das hatte ich dann persiviert, indem ich diesen deutschen Handwerker auch noch als kölnischen deutschen Handwerker versuchte darzustellen. Und das führte offenbar zu einiger Belustigung. Wollen wir denn unseren Anhänger? Haben wir den verkauft? Nö, definitiv nicht. Ja, wo ist er denn? Ja, wenn er weg ist, dann ist er wieder weggeflogen nach dem neuen Safe Game, aber durfte ja nicht sein, weil da war gekauft. Werner, ganz kurz, wie funktioniert das mit dem Autoload und den Paletten? Du musst mit Y, glaube ich, die Ladeart wählen. Also das richtige Bretterpaletten in dem Fall. Schon. Moment. Und dann den Autoload aktivieren und relativ nah an dem Ding vorbeifahren. Warte mal, ich check mal, ob der. Ist der uns, der TAW-30? Dann müsste uns gehören. Ja, das. Dann hätten. Das ist ein großer Trailer. Ich muss gerade mal gucken. Die Karte braucht ein bisschen zum Laden. Wo ist denn der Brezel? Ah, danke. Kein Problem. Der ist BGW.
Der THW 30, der grüne gehört aber uns, ne? Nur by the way. Aha. Der gehört euch. Okay, gut. Gut, ich ruf mal eben ein. Haben wir keinen? Dann haben wir keinen, dann hat er uns ja nicht zurückgesetzt. Das ist ja, weil die hatten doch gekungelt da, dass er uns weniger gibt und die Sachen nicht so voll macht und bei denen halt mehr, damit die überhaupt noch eine Chance haben. Ich habe Kommentare gelesen, so, also... Dann gucken wir, ob es irgendwie bei den Mods da irgendwie so mittel bis groß günstig gibt. Was hast du für Kommentare gelesen, Werner? Dass der Modder das ziemlich ausgeglichen angepasst hat. Habe ich auch gelesen. Bei mir hat es gerade gehupt. Schon wieder? Dann mach doch mal die Hupe aus. Jetzt müssen wir eben noch den Wagen kaufen hier. Jetzt müssen wir in diese Folge rein. Was haben wir denn der Fortuna? Ich habe auch gerade was gekauft. Schön den Händler blockieren, warte. Wie den Händler blockieren? Da kann man auch für 5 Kilometer dran vorbeifahren. Sag das mal Randy. Mein Kollege. Was ist denn eigentlich? Wer hat nochmal die Teams festgelegt? So. Wenn wir irgendwas anderes mal nehmen, ne? Irgendwas Schickes, Neues, Modernes, noch nie. Den Penta könnten wir zum Beispiel nehmen. Was ist das denn für ein Ding? Ja, Hauptsache, passt ran und passt ordentlich nein. Ja, passt ordentlich nein, passt ran auch. Wir haben ja den großen, ne? Wir haben den. Komm, was machen wir einfach mal. Hauen wir raus, die Kohle, hämmer. Ja, der ist schön, den nehme ich, super. Alter. Bin schon dann weiß mal zu, die Folge ist rum. Gut, ja. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne bei den anderen Kollegen vorbeischauen. In der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.